Kaliningrader Schmiergeld in gewöhnungsbedürftiger Form. Wenn man in Russland das Wort Korruption hört, so wird dies sofort mit Geld assoziiert. Mit Geld in besonders großen Summen. Nun stellt es sich heraus, dass auch Kleinvieh Mist macht. Man muss sich nur lange genug korrumpieren lassen. Bei meinen wenigen Besuchen in Deutschland besuche ich natürlich mit deutschen Geschäftsfreunden auch mal ein Restaurant. Und die durchschnittliche Rechnung, die wir dort pro Person machen, überschreitet selten 20 Euro. Also ein einfaches Essen, ein Bier, ein Kaffee und, um den Magen fit zu halten, noch 100 Gramm. Nein, in Deutschland trinkt man ja nur 20 Gramm. In russisches Geld umgerechnet sind 20 Euro zum heutigen Kurs 1800 Rubel. Für Kaliningrader Verhältnisse eine ziemlich deftige Restaurantrechnung. Nun wurde der ehemalige Leiter der Kaliningrader Migrationsverwaltung, Sergei Savin, der sich seit 2014 in Rente befindet, durch das russische Untersuchungskomitee wegen Bestechlichkeit im besonders schweren Fall angeklagt. Der Leiter des Migrationsdienstes hatte von einem Kaliningrader Unternehmer 819 Rubel, also etwas mehr als 11 Euro, an Schmiergeld angenommen. Und dies an 22 Arbeitstagen im Monat. Und dies über 40 Monate, also reichlich 3 Jahre. Damit kommen wir auf eine Summe von 721.000 Rubel. Also 9.743 Euro. Das ist in Kaliningrad viel Geld. Allerdings hatte Sergei Savin dieses Geld nicht in Form von Geld erhalten, sondern in Form von kostenlosem Mittagessen. Und die durchschnittliche Summe von 819 Rubel für ein Mittagessen ist in Kaliningrad recht üppig. Da kann man schon einige Kilo zunehmen. Da Leben, Geben und Nehmen ist, erwies der Leiter des Kaliningrader Migrationsdienstes natürlich seinem Fütterer auch Gegenleistungen. Er sorgte dafür, dass keine Migrationskontrollen bei ihm stattfanden, dass man großzügige Bewilligungen für ausländische Arbeitnehmer erteilte und dass es für den Unternehmer beschleunigte Bearbeitungsverfahren für diverse Verwaltungsangelegenheiten gab. Anscheinend erwies sich der Leiter des Migrationsdienstes ärmer als erwartet. Denn der Staat konnte bisher nur Geld und ein Grundstück im Gesamtwert von 500.000 Rubel beschlagnahmen.